Moin Leute, wird ganz schön knapp. Ich muss meinen Flug erwischen nach Berlin. Und in 5 Minuten ist Boarding, heißt, ich habe nicht mehr viel Zeit. Leider nicht mehr hier. Ich muss jetzt warten, bis meine S-Bahn kommt, dann geht es weiter zum Warschauer Platz und von dort aus ist es nur ein kleiner Fußmarsch bis zum Hotel. Soll ein ziemliches Hipster-Hotel sein. Bin gespannt. So, da sind wir. Das Michelberger. So, the tutorial, I'm gonna keep private. I can show you guys off camera, but yeah, okay. It is no, it's an homage to the FMV games of the 90s. So it's a mix of live action and gameplay. Mm-hmm. And then through here we have one DOS, which will take you to the different modes of the game that you can play, but that's outside of the core game. So we get started here, and this is the hub for the game. This is where you have your choice between which gun you play with, you know, shotgun, mm-hmm. mid-range, railgun for short, medium, and long range. These guns are upgradable, and you keep them throughout the duration of the game. There are other guns you pick up, there are other guns you play with, but mm-hmm. you'll always have this. So there's a primary, there's a secondary, and those can change if I am skilled enough to see upgrade machines. So, das war's schon von Strafe. Aus dem Hipster-Hotel Michelberger. Das passt ganz gut. Auf der Toilette eben war Wahlgesang. Ich wollte ein bisschen filmen, aber da waren ein paar andere Leute und ich glaube, die hätten das nicht so gut gefunden, wenn ich die bei ihrem Toilettengang filme. Ich bin schon gespannt auf das Spiel. Sah ganz nett aus. Macht halt so ein bisschen was früher die Shooter gemacht haben. Hat sehr viel Retro-Charme, aber bringt auch neue Elemente rein. Ihr seht es ja ein bisschen. Und ja, ich habe jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Also mein Flieger geht um 19.30 Uhr. Wir haben jetzt 13 Uhr. Was macht man in Berlin, wenn man noch Zeit hat? Man guckt sich ein paar Sachen an. Und da nehme ich euch vielleicht mal mit. Vorne ist das Brandenburger Tor, ich wollte so ein Stückchen Kuchen essen. Jetzt sehen wir uns die Berliner Mauer an. Die ehemalige. Ein paar Stunden. Mal sehen, was es noch zu tun gibt hier in Berlin. Vielleicht findet sich noch was Interessantes.
gerade das schönste Wetter in Berlin. Aber ich sehe mir noch die Museumsinsel an. Ich wollte noch ein bisschen was filmen, aber da habe ich festgestellt, hier ist alles abgedeckt. Da wird alles gebaut gerade, es wird alles renoviert oder was weiß ich. Da werde ich mal zurückgehen zum Flughafen, werde auch noch ein bisschen die Zeit verplempern und dann geht's zurück nach Köln. War aber trotzdem ein schöner Tag in Berlin.